Herzlich willkommen, mein Name ist Nadja Danneberg. Heute möchte ich über Gewalt sprechen, über sprachliche Gewalt, aber auch natürlich, wie vor allem Kinder und Jugendliche gemobbt werden und welche Verantwortung natürlich auch Medien haben, aber auch Politiker haben. Ich möchte jetzt einmal so eine Situation voranstellen, die natürlich fiktiv ist. Wir stellen uns so einen Festsaal in der Schule vor und Jugendliche sind auf der Bühne und nehmen sich vier Jugendliche und erzählen darüber, wie sie denn zum Beispiel einen Herpes auf der Scheide haben, und dann sitzen 200 Jugendliche dort und applaudieren und belustigen sich über diese eine Kollegin, Schulkollegin. Das ist natürlich eine Situation, die man sich nicht vorstellen kann, weil das wäre natürlich auch nicht erlaubt und würde natürlich auch Konsequenzen zeigen, dass sich eben Jugendliche auf die Bühne stellen würden und eine Schülerin auf den Marktplatz zerren, dort medial vernichten und auch noch ein Gelächter ausbricht und sie sich lustig machen und mit dem Finger auf sie eben zeigen. Ja, was vielleicht so fiktiv anmutet, hat sich ja natürlich auf der realen Bühne abgespielt, nämlich der Verleihung das goldene Brett vorm Kopf vor wenigen Tagen, wo Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf der Bühne der Niedertracht, so nenne ich sie, vier Personen denunziert und beschämt haben. Dass natürlich Beschämung, dass ein Gefühl ist, das Menschen in den Wahnsinn treibt, aber auch schwer krank macht, bis hin zum Tod, möchte ich heute thematisieren, welche Verantwortung eben die ganze Gesellschaft hat. Und gerade in Schulen steigt ja eben auch seit Corona, aber auch schon natürlich vorher die Gewalt, weil Jugendliche oftmals keine andere Ausdrucksform haben. Andererseits hat sich natürlich gerade die letzten 3 Jahre gezeigt, dass auch Politiker und Politikerinnen eben Gewalt als Mittel verwenden, sprachliche Gewalt, um Menschen unter Anführungszeichen zu retten oder eben das Klima zu retten oder eben etwas unter Anführungszeichen Gutes zu tun. Und ich möchte heute Beispiele nennen. Vor allem allen voran eine tragische Situation, Geschichte der jungen Stella voranstellen, die einen Abschiedsbrief geschrieben hat und auch ihr Wunsch war, dass es an die Öffentlichkeit kommt. Denn sie hatte einen Appell an die Menschheit gerichtet. Und sie hofft sich so sehr, dass ihr Schreiben zumindest nach ihrem Ableben eine Wirkung hat. Ich werde nur einen Teil davon wiedergeben, weil das Ganze mich zu sehr berührt, und ich denke, wer das hören möchte, in Gedenken an Stella auf YouTube zu finden. Dass alle verstehen, dass man beim Mobbing nicht wegsehen darf und handeln muss. Stella, 15 Jahre, schrieb: Ich zerbreche mir jeden Tag den Kopf, was ich falsch mache und warum Menschen so gemein zu mir sind. Die Menschheit ist einfach zum Kotzen. Ich kann nicht mehr stark sein. Die Welt ist zu grausam. Die Menschlichkeit fehlt, finde ich. Was ist das für eine Gesellschaft, andere zu mobben? Nur weil man anders ist oder komisch oder weiß was ich noch was. Menschen, die andere mobben, auslachen, quälen und so weiter. Das Besondere ist, dass ich nicht mein Herz aus Gold verloren habe, trotz allem, was mir angetan wurde. Manche würden sicher böse geworden sein und würden die anderen runtermachen. Aber ich kann sowas nicht, weil ich ein Mensch bin. Ich will jetzt nicht sagen, dass ihr keine Menschen seid, aber bei vielen fehlt einfach die Menschlichkeit. Was ich damit meine, ist zusammenhalten, helfen, lieben, niemanden ausnutzen, mobben, schlagen, töten oder schikanieren. Ich möchte der ganzen Welt gerne die Nachricht verbreiten. Das wäre so schön, wenn die Menschen das machen, die das lesen. An die,
die andere runter machen. Und so, was bringt das? Hört auf, ihr seid die, die die Menschen zerstören. Ist es euch bewusst? Sagt es meinen Mitschülern. Die Botschaft soll den Menschen etwas klar machen. Aber was? Das müsst ihr selber herausfinden. Stellt mich und den Text in die Nachrichten bitte. Ich möchte doch nur, dass sich an dieser Welt, an dieser grausamen Welt etwas ändert. Kann sein, dass ein einfaches Mädchen wie ich diese Welt nicht ändern kann. Aber macht bitte endlich etwas. Danke, Mama, was du für mich getan hast. Aber das ist alles nur wegen dem Mobbing und dieser scheiß Welt. Das sagte Stella. Ja, so viele Menschen können das Grausame in dieser Welt nicht ertragen. Das sind sehr oft sensible Menschen. Das sind ja Menschen, die auf den Marktplatz gezerrt werden und dort eben medial vernichtet werden. Da gibt es dazu auch einen Film, eben Macht der Kränkung, der wurde vor, glaube ich, 2 Jahren gedreht, ORF, CDF. Und da wurde auch gezeigt, was das denn bedeutet, eben zu kränken. Das sind Mikrotraumen, die eben, wenn sie immer wieder kommen, Makrotraumen sind, die schwer belasten, die traumatisieren und natürlich Menschen auch ja, in ihren Selbstwert angreifen, dass sie eben nichts wert sind, dass sie eben ja, verbal bespuckt werden. Und ganz besonders schlimm ist es doch, wenn Erwachsene wegschauen oder Kollegen, Kolleginnen oder wer auch immer, wenn weggesehen wird, ein Opfer im Stich gelassen wird, so ist das ein schweres Trauma. Das beschämt natürlich die Opfer noch mal mehr, weil sie sagen, die Tat war schlimm genug, aber das nicht wahrgenommen, nicht gesehen zu werden, nicht verstanden zu werden oder vielleicht auch belustigt zu werden oder nicht ernst genommen zu werden, ist genauso schwerwiegend und auch traumatisierend. Ich möchte natürlich auch hier einen Bericht dazu stellen, der natürlich auch jetzt Deutschland schockiert. 2 Jugendliche aus Niedersachsen sollen einen 13 Jahre alten Jugendlichen attackiert und auch auf grausame Art und Weise sogar gefilmt haben. Und zwar ging es also wirklich um gefährliche, schwere Körperverletzung und er wurde sozusagen misshandelt, aber auch, so schlimm das auch eben klingen mag, vergewaltigt. Also wir ermitteln unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Ja, also das sind 14-jährige Jugendliche, das heißt, die Jugendlichen werden immer gewalttätiger, also das sagt ja auch die Statistik, eben wenn Kinder zu Straftätern werden, steht zum Beispiel RStTV, die Zahl der Fälle von eben Kinderkriminalität ist in den vergangenen 10 Jahren gestiegen. Das liege nicht an der gestiegenen Gewaltbereitschaft, sondern etwa an der Veränderung im Anzeigeverhalten, vermuten Experten. Auf den ersten Blick zeigt sich ein düsteres Bild. Die Fälle, also an Straftaten unter 14-Jährigen, sind in den vergangenen 10 Jahren stark gestiegen, genau gesagt um fast 70%. So wurden 7.858 Daten erfasst. Ja, und so ist es auch, das hier steht eben, Zahl der jugendlichen Straftäter nimmt zu. Nicht ganz so stark, aber dennoch deutlich stieg die Zahl der jugendlichen Tatverdächtigen im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr, nämlich um rund 22% auf rund 189.000 Verdächtige. Viele Familien leiden infolge der Inflation an Geldknappheit. Dennoch haben Kinder und Jugendliche Wünsche und Bedürfnisse, diese sich erfüllen wollen, und bedingt durch die Zuwanderung von Flüchtlingen leben derzeit viele Kinder und Jugendliche in Deutschland, die in jungen Jahren in Kriegsgebieten Gewalt erleben mussten. Dadurch ist die Hemmschwelle niedriger, anderen Menschen Gewalt zuzufügen. Die Gründe sind aber auch Stress, eben sein Faktor, der die Bereitschaft, Straftaten zu begehen, befördere. Dem waren Minderjährige während der Corona-Pandemie ganz besonders ausgesetzt. Nun suchen sie sich ein Ventil, um damit umzugehen. Also das heißt, es ist natürlich seit der Corona-Pandemie die Gewaltbereitschaft, also in Familien, aber auch Frauen, Femizide, also Tötungen von Frauen sind natürlich erhöht. Das heißt, überall, wo wir hinsehen, ist Gewalt, Terror,
Und das beginnt natürlich im Kleinen, ja. Das heißt, im Kleinen, Gewalt ist aber auch Ignoranz. Also wenn Menschen andere ignorieren, ist das ja auch Gewalt. Also Gewalt ist nicht nur eine verbale, ausgedrückte Gewalt, sondern auch Ignoranz. Wenn man wegschaut, nicht antwortet, nicht reagiert, das ist psychische Gewalt, ist nämlich eine passive Aggression. Das heißt, deshalb ist es ganz schlimm, wenn Impfopfer oder andere Opfer der letzten 3 Jahre eben nicht gesehen und wahrgenommen und im Stich gelassen werden. Es ist natürlich auch so, dass gerade auch psychische Erkrankungen natürlich schwerwiegend sind in den letzten 3 Jahren. Aber wie gesagt, die Ohnmacht, die sich natürlich sehr stark zeigt, wird ja unterschiedlich ausgedrückt. Die einen flüchten in die Süchte, das heißt in die Flucht, also das heißt in den Rückzug. Sucht eben, die Person wird gegen sich selbst gewandt oder eben in den Angriff. Ja? Das heißt, jemand wird gewalttätig, verbal oder auch körperlich. Und das spielt natürlich eine große Rolle. Ebenso eine wichtige Rolle spielt das soziale Umfeld, in dem sich Kinder und Jugendliche bewegen. Wie sind die Machtgefüge im Freundeskreis? Werden gemeinsam Drogen und Alkohol konsumiert? Und wie groß ist der Einfluss von Medien und Internet? Es ist ja mittlerweile, wie gesagt, die Hemmschwelle hinuntergegangen und das machte das Ganze auch bedrohlich. Und wenn man natürlich jetzt auch noch dann die Vorbilder anschaut, sind die Medien, das sind natürlich auch Politiker und Politikerinnen, die, obwohl sie eine Kampagne gegen Hate Speech gestartet haben, selbst Menschen denunzieren und quälen. Und wie gesagt, der Höhepunkt war jetzt die Verleihung der, ich sage mal dazu, menschlichen Niedertracht und der Abscheulichkeit, die Bühne, wo Personen einfach im Sinne der Wissenschaft und des Guten denunziert, ausgegrenzt und verbal bespuckt worden sind. Das sind natürlich Alarmzeichen, die hier schrillen. Das heißt, die Dosis wird immer mehr erhöht, die Gewaltbereitschaft wird immer größer und vor allem, es wird zur Normalität. Das heißt, das Abnormale, das Kranke wird zur Normalität, dass Menschen, wie gesagt, einander verbal bekriegen. Das sind verbale Waffen. Die Sprache oder Worte sind eben wie ein Skalpell eines Chirurgen. Sie können retten oder auch töten. Deshalb ist es so wichtig, in diese Achtsamkeit, in dieses Bewusstsein zu gehen, dass Worte eben eine große Bedeutung haben. Aber wie gesagt, nicht nur die ausgesprochenen Worte, auch die nonverbale Sprache ist sehr bedeutsam. Also es reicht manchmal nur, ich habe gestern eine junge Patientin auch hier gehabt, die hat gesagt, ich bin dorthin gegangen zum Tisch meiner Schulkolleginnen und die sind aufgestanden und sind gegangen. Und die haben natürlich nichts gesagt, aber alleine das Weggehen oder vielleicht den Augen verdrehen oder irgendeine Grimasse zu schneiden, ist ein starker, eben körperlicher Ausdruck, der aber eine unglaubliche Wirkung hat. Oder ich höre sehr oft, wenn, gerade in der heutigen Zeit, wenn Menschen nicht reagieren, wenn Menschen ignorant sind, dann ist das eine gefährliche psychologische Waffe, die eben auch sehr aggressiv ist. Das ist natürlich auch eine Manipulationsstrategie, den anderen zu verunsichern, den anderen auch psychisch zu quälen. Und dann kann man sagen, na, ich habe ja gar nichts gemacht. Ja? Also das Nicht-Handeln ist nicht möglich, das sagt ja auch der Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick, ein Kollege, der eben auch Kommunikationswissenschaften und Psychotherapie studiert hatte. Ja, also das heißt, wir können nicht kommunizieren. Das ist auch wichtig, dass wir auch in diesem Bewusstsein sind, wenn wir nicht reagieren, dass das auch eine Art von Manipulation, vor allem Ignoranz ist. Und gerade in der letzten Zeit sind ja, wie gesagt, Menschen nicht nur verachtet und verächtlich gemacht worden, sondern sind ja eben auch im Stich gelassen worden, also Stich groß geschrieben. Ja, und in dem Sinne hoffe ich, dass ich heute ein bisschen einen Einblick gegeben habe, was es denn bedeutet, Menschen zu denunzieren, sie verbal zu attackieren, sie mit der Sprache auszugrenzen, wie gesagt, mit der verbalen als auch nonverbalen Sprache und bis hin in den Tod zu hetzen. Und natürlich
sind auch viele Beispiele hier zu nennen von Erwachsenen. Ich kann hier nur zwei zum Beispiel anführen, aber es sind mir noch einige bekannt, die eben durch die Sprache und durch Ausgrenzung, Diffamierung in den Tod gehetzt worden sind. Das ist allen voran eben Clemens Awey, aber auch die Ärztin Frau Kellermeier. Das sind traurige Schicksale und dann hat man natürlich großartig gesagt, oh Gott, wie kann sowas passieren? Und in Wirklichkeit hat man aber auch hier weggehört und weggesehen. In dem Sinne ist es wichtig, achtsam, wachsam zu bleiben und auch in die Verantwortung zu gehen, egal wo wir sind, wo wir stehen, was denn eben die Sprache ja, für eine Waffe sein kann oder heilen kann. Und es liegt immer in unserer Entscheidung, wie wir sie verwenden. Alles, alles Liebe.